Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei I Am Alive. Wir leben irgendwie noch, was wir sehr gut finden, oder zumindest ich. Ihr wollt mich wahrscheinlich eh nur tot sehen, ich weiß es haargenau. Oh, das Spiel gibt einen richtig Spaß, also das macht richtig Spaß. Schmerzmittel aufgehoben. Na, dankeschön. Okay, hier komme ich schnell drüber. Shit. Wo könnten wir jetzt lang? Wir könnten zwar auf unsere Karte gucken, aber es macht ja auch nicht wenig Sinn. Ich frage mich eigentlich, was die zwei da jetzt da drinnen gemacht haben. Das ist ja komplett alles abgeriegelt da. Aber naja, ich will es gar nicht wissen. Haben wohl ein bisschen Gangbang betrieben. Ah, guck mal hier. Öffnen bitte. Und jetzt klicken wir uns wieder tot. Ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl. Weiter geht's. Ich habe irgendwie Schiss, irgendjemandem zu begegnen. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Bei dem Spiel ist es so. Bei jedem anderen Spiel, ich sag's mal lieber so. Bei jedem anderen Spiel ist es so, dass man einfach, sag ich mal, die Gegner niedermetzelt und das war's. Einfach töten, bumm, fertig. Dann hat man seine Ruhe. Hier ist das ein ganz anderes Ding. Erste-Hilfe-Kasten aufgehoben. Ui. Können wir gut gebrauchen, muss man ja mal sagen. Kann man vielleicht hier noch irgendwas sammeln? Bei dem Spiel muss man eh ganz ordentlich gucken, sonst hat man echt ein fettes Problem. Und ich bin ja so einer, ich übersehe ja mal sehr viel. Ich gucke zwar sehr viel, aber ich übersehe auch genauso viel. Und deswegen. Aber ich glaube, hier ist es gut gemacht, so alles schwarz-weiß. Und dann, wenn was Wichtiges ist, ist es dann bunt gemacht oder so. Also in dem Falle war das Medipack jetzt, glaube ich, rot, ne? Hab's nicht ganz gesehen, hab nicht so aufgepasst jetzt. Oh, ein Einkaufswagen. Kann man den mitnehmen? Oh, scheiße. Finde ich jetzt irgendwie blöd, das Spiel ist scheiße jetzt. Oh, ein Hydrant. Wer sich jetzt hier an Darksiders erinnert, der weiß Bescheid. Aber ich glaube, das bringt uns hier nicht viel. Oh, schönes Auto. Was haben wir hier? Karte aktualisiert, okay. Gucken wir uns nochmal direkt an. Boah, alles wieder abgeriegelt, bis zum Tod umfallen. Aber wir sind ganz in der Nähe von unserem Apartment. Komm mal. Oh, wer war das? Hallo? Hooligan. Who are you? He's my son. They stabbed him. He's gonna bleed to death if we can't find something to treat this wound. Soll ich mir den helfen? Na komm. Thanks so much. How did you get this? Sie haben ein Opfer gerettet. Dafür erhalten Sie eine zusätzliche Wiederholung. Das erhöht auch Ihre Endpunktzahl. Sehen Sie es sich auf der Statistikenseite an. It's just over there. 21 Opfern geholfen, na super. So you haven't been in Haventon since you... Na gut, wir gehen mal jetzt auf die andere Seite und gucken, ob wir da noch irgendwas finden, weil es jetzt scheiße, dass wir dem dieses Medipack gegeben haben. Aber wir wollen ja eine gute Punktzahl haben, aber irgendwie müssen wir auch überleben. Und das wird schwierig, wenn wir jeden unsere Medipacks da hinschmeißen, obwohl wir die selbst bräuchten. Ach, guck mal hier. Oh. Soda-Getränk aufgehoben. Okay, dankeschön, dann hat sich der Weg ja schon mal gelohnt. Anscheinend lohnt es sich wirklich, wenn man hier alles abklappert. Genau so ein Spiel habe ich immer gesucht. Gut. Ich bin richtig aufgekratzt durch das Spiel. Also das macht mir richtig viel Spaß, muss man mal dazu sagen. Kann man sich hinsetzen zum Ausruhen? Nö. Shit. Karte aktualisiert. Aha. Oh, 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 oh. Komm, Junge, spring mal rüber. Geht das nicht? Nö. Schade. Da müssen wir halt den ganzen Weg so außen rumlaufen. Gibt's hier was zu holen? Nein, nein, nein. Zum Glück ist es mit so einem kleinen Lichtstrahl markiert. Ich hoffe auch, dass ihr auf YouTube genug seht, weil wenn ich das noch ein bisschen heller machen würde, würde ich sterben an Kopfschmerzen, ehrlich gesagt. Das wäre dann zu viel Farbkontrast. Haha, witzig, ne, Farbe. Egal. Oh, da könnten wir bestimmt rüberklettern, kann das sein? Probieren wir mal ganz kurz. Nee, geht doch nicht. Gut, hätte ich jetzt gedacht. Aber naja. Da steht jemand. Ich hab Schiss, ehrlich gesagt. Hallo. Hey, you. Hat die eine Waffe in der Hand? Ja. Don't fuck with me, Sonny Boy. Back. Schlampe. Oh. Also man darf hier wirklich niemanden unterschätzen. Ich hätte jetzt gedacht, wir kriegen die tot. Wisst ihr das? Aber nein, die kriegt uns ohne Probleme tot. Oh, Junge. Ein Stuhl hält uns auf, na super. Da können wir ja nur noch überleben hier. Oh, 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 oh. Gibt's hier was zu sammeln? Nein. Gibt's hier was zu sammeln? Nein. Oder doch? Nein. Nein.
Wir weichen der Frau jetzt mal getrost aus, sodass sie uns gar nicht sieht. Irgendwo muss es doch noch eine Munition geben oder ein Medipack oder sonst irgendeine Kleinigkeit. Verdammte Scheiße. Oh, hi, Kollege, alles klar bei dir? Sieht ein bisschen aus wie Haftbefehl. Naja. Kann man auf das Auto drauf? Nein, kann man nicht. Dann halt weitergehen. Boah, ich frage mich, was hier in der Stadt passiert ist. Wisst ihr das? Das kann ja nichts Normales gewesen sein. Gut, balanciere mein Freund. Ja, nicht runterfallen, sonst hau ich dir aufs Maul. Sogar da kann er schneller laufen. Der Typ hat eine Balance wie ein Halbgott. Sarah Connor auf dem Boden. Da ist nichts. Eine Pizzaschachtel. Oh, lecker. Pizza. Ob man hier noch irgendwas sammeln könnte. Laut Karte müssen wir ja hinten lang. Also ist auf der anderen Seite von unserem, wo wir jetzt lang laufen, unser Gebäude, wo wir rein müssen. Ich glaube, unsere alte Wohnung, kann man sagen. Ich will aber erstmal hier lang, um zu gucken, ob man noch irgendwas hier finden könnte. Sieht aber sehr schlecht aus, ehrlich gesagt. Aber man muss ja die Hoffnung, also man darf die Hoffnung nicht fahren lassen, so rum. Beziehungsweise man darf keinen fahren lassen. Sonst geht's schnell nach hinten los. Karte aktualisiert. Westgate Shopping Mall. Ach, ein Einkaufszentrum. Ach, guck mal einer an. Wahrscheinlich müssen wir da auch noch rein. Sonst würden die jetzt hier nicht so ein großes Trara drum machen. Kann man da hinten was aufheben? Nein. Da war ein Foto. Interessiert keinen. Boah, hier gibt's aber auch gar nichts. Absolut nichts. Nada, not niente. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was sollen wir denn hier machen? Das ist ein bisschen ärgerlich, muss ich ja mal zugeben. Aber wo nichts ist, braucht man halt auch nichts suchen, ne? Jetzt wissen wir wenigstens Bescheid und brauchen Internet gucken, falls wir da nochmal hin müssen. Sollen wir hier nochmal gucken? Ja, wir gehen einfach. Wo wir gerade schon so schön am Laufen sind, können wir ja mal gucken, ne? Aha, da geht's durch. Ach komm, wir halten uns mal jetzt ein bisschen an die Storyline, sonst laufen wir hier die ganze Zeit so doof wie so beknackte Leute rum. Mal hier kurz gucken, ob es hier was gibt. Weil dieser andere Gang, der ging so weitflächig. Ich glaube, da müssen wir irgendwann noch rein. Also brauchen wir jetzt nicht gucken. Gehen wir einfach später dahin. Wir gehen jetzt erstmal in Ruhe zu unserem Apartment. Well, the apartment's still standing. That's a good sign. Wasn't sure I'd ever see this place again. Oh. Oh, ich will spielen. Spiel, spiel, spiel. Geht nicht, schade. Oh, da nochmal kurz hier gucken, bevor wir in den Apartment reingehen. In das Apartment. Boah, die geiern aber auch richtig mit Sachen, wisst ihr das? Komm, jetzt geht's mir auf den Keks, wir gehen jetzt rein. Vielleicht finden wir im Haus was drin, ne? Home sweet home. Trautes Heim, Glück allein. Naja. Mary? Julie? Are you there? There's no one here. Ich glaube ja, im Anfangsvideo war das, dass seine Tochter war, die sich das angeguckt hat. Das Tape. Das würde es zumindest erklären, warum sie das angeguckt hat oder woher sie das überhaupt hat, dieses Videoband. Wieso hat man hier ein Buchständer drin? Sieht aus wie so ein Einkaufsladen, ehrlich gesagt. Gibt's hier was zu holen? Nein. Oh. Hier geht's. Closest to home cooking I'm gonna get. Obstsalat aufgehoben. Wie alt ist der denn? Obstsalat. Wow. I remember that day. What's this? Um Brief zu lesen. We have to go now because of the earthquakes. The evacuation team is waiting for us. We'll be taken to one of the emergency shelters. It's very hard to get precise information about the evacuation plan. I have no idea where we'll be in the next hour. If only you were here. I would tell you that I forgive you. For everything. For now, all we can do is pray that you're alive. And if you are, I know you'll come back here. We'll try to stay in Haventon, but we'll go wherever's safest. With Mary, I can't take any risks. We love you.
Not a moment goes by that we're not thinking about you. Try to find us. We'll be waiting for you. Julia Mary, May 23rd. May 23rd. That's almost a year ago. I'm so sorry that you've had to go through all this without me. Earthquakes, dust storms, then what came next? The food shortages, hunger, thirst. Where could you be now? This year was so long already. While I walked back, I was thinking, I was just hoping to find you standing here. How could I? Oh, shit! Ach du Scheiße, durch den Brief habe ich gerade so krass Gänsehaut bekommen. Also, leg mich am Arsch, kann mir das nicht mitnehmen. Er lässt diese Erinnerungsstücke einfach hier. Das ist jetzt ziemlich unromantisch, muss man ja mal dazu sagen. Oh, geil, ein Klo. Erstmal die Kacken gehen. Oh, komm, macht ja keinen Sinn. Der kann ich ja gar nicht mal hinsetzen, der Typ. Schade. Oh. Wir sind jetzt in seiner alten Wohnung, kann man sagen, oder Haus. Irgendwas hat der Mann gemacht. Wir wissen nicht, was. Diese ganzen Erinnerungen, die er hier sieht. Looks like they left in a hurry. Das sieht so aus, als ob sie sehr schnell abgehauen wären. Also keine richtige Zeit gehabt zum Packen und sowas. Ach, guck mal, was wir hier für einen Hasen haben. Ach, das ist ja witzig. Ein kleines Easter Egg. Schön, dass wir das mal gefunden haben. Kriegt man die Tür auf? Nein. Oh Leute. Ich bin gerade so emotional angegriffen. Der Brief hat mich gerade richtig weggebreddert. Umgeboxt, wenn man es so sagen darf. Huch. Hab keine Angst, Kleines, wo bist du? Mary! No! Mary folgen, wieso heißt... Woher weiß er, dass das Mädchen Mary heißt? Mary! Bleib hier, Mädchen, wo bist du? Renn doch nicht weg, wir beschützen dich! Außer wir sind Pädophile, ich weiß es ja nicht, ich kenne den Typen nicht. Aber ich glaube schon, dass wir dich beschützen. Komm schon, wo rennst du hin? Mary, wait! Wo ist denn die? Hier rübergegangen, oder? Wäre für mich das Logischste jetzt. Mary, it's me! Mary heißt doch seine Tochter, wieso ruft er das Mädchen an Mary? Oder ist es seine Tochter jetzt? Kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Fuck. Ist das wirklich seine Tochter jetzt? Ojo. Das wird ja immer spannender, muss man ja mal dazu sagen. Komm schon, Schätzchen, wo bist du? Bleib stehen. Oh, das arme Ding. Wir hatten die ein Jahr überlebt. Und wo ist dann die Frau von dem? Leave her alone. She doesn't have anything you want. Hey, you! Oh, shit. Look what just wandered into the spider's web. You really don't like strangers. Look at your friend! Komm schon. Der Pfeil nach unten zeigt, welches Ziel sie im Visier haben. Gedrückt halten, um Schusswaffe zu ziehen. Oh, das war gut. Komm her. Ja, verreckt. Alter. Oh. You can come out now.
I won't hurt you. You promise? Yeah, I promise. Come on out. I have something to show you. What's your name, sweetie? I'm May. I have a daughter almost the same age as you. Here, you can take it. You're safe now. Here, take a look at this. It's okay. Take it. You see that? That's me. What did you do to them? Them? I made sure they wouldn't bother you. Linda? Linda, you there? Why won't you answer me? Henry? May, thank God. Where's your mother? Mommy never came back. Where are you? Are you all right? Yeah, I'm okay. I'm with the nice man. Man? What man? Let me talk to him, sweetie. Hello. What do you want? What I want? I want nothing. Look, man, I know the score. All right, I got food, water, batteries. Bring me the girl, you'll have what you need. You got it? Sure, man. I got it. Listen, the little girl doesn't look so good, and I think we're about to have a storm, so we need to get off the street. Where are you? Close to State Street, near the Arboretum. Then get to the mall. It's probably the safest place for the time being. Come on, sweetie. We gotta go. The mall took less damage than most of the other buildings in the city, so it's still pretty stable. When the quake settled a little, the mall was set up as an emergency shelter. It was sealed up to keep out the dust, keep people alive. The windows have been boarded up and all the ventilation sealed. You and May should be safe there, at least for a short while. Alles klar, liebe Zuschauer, dann haben wir jetzt schon mal das Mädchen gefunden und wir verabschieden uns jetzt erstmal. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü!